Ich hatte ja vor einiger Zeit das Thema Zeitserien zu Hause trainieren in einem Video verpackt. Genau dasselbe kann man auch wunderbar zu Hause mit der Airsoft trainieren, wenn es um zeitkritische Abläufe geht. Hierbei spreche ich an, das sogenannte Timing zu üben. Es gibt zum Beispiel, das möchte ich hier einfach nur beispielhaft mal zeigen, bei uns im BDMP die Disziplin NPA Service Pistol. Und dort ist die Station 1 6 Schuss in 15 Sekunden auf die linke Scheibe. Die Scheibe spielt jetzt eine eher untergeordnete Rolle, weil es jetzt tatsächlich darum geht, diese 15 Sekunden bestmöglich auszunutzen. Und das bekommt man eigentlich nur hin, indem man sich einen gewissen Rhythmus antrainiert. Ich habe hier den CED 7000 Shot Timer, unser Vereinstimer, und ich habe hier die Umarex Glock 17 6 mm GBB mit roundabout 1 Joule. Der Tank ist voll, ich habe 6 Schuss drin. Wie gesagt, NPA Station 1, 6 Schuss in 15 Sekunden auf die linke Scheibe. Und ihr werdet gleich sehen, man denkt oftmals, dass 15 Sekunden sehr, sehr wenig Zeit sind. In Wirklichkeit ist es aber relativ viel Zeit. Und ich auch verhaspel mich jedes Mal darin, dass ich viel zu schnell fertig bin. Und das trainiere ich in letzter Zeit ein bisschen mehr, um einfach nur zu gucken, dass ich die Abläufe reinkriege. Ablauf ist wie folgt: 6 Schuss in 15 Sekunden auf die linke Scheibe, dazu die Waffen mit 6 Schuss laden und fertig machen. So, fertig machen bedeutet immer, wir haben jetzt die Zeit, uns quasi einzurichten, zu gucken, dass wir richtig stehen, dass wir ausgerichtet sind und so weiter. Wenn ihr noch nicht fertig seid damit, es kommt die Frage, sind die Schützen fertig oder ist ein Schütze nicht fertig, dann sagt man einfach nicht fertig. Ja, so, das heißt, wir haben auch hier im Fall von NPA haben wir keine 45 Grad Vorhalte, sondern wir haben diese Vorhaltung, diese Press-Vorhalte oder weiß gar nicht, wie man das im Englischen sonst nennt, dass wir die Waffe 90 Grad parallel zum Boden halten, die Ellbogen am Körper angelehnt. Und dann wird die Waffe bei Kommando nach vorne gestoßen. Auch das muss man tatsächlich üben, weil es im Gegensatz zu dieser Bewegung eine ganz andere ist. So, das heißt also, 6 Schuss in 15 Sekunden auf die linke Scheibe. Ist ein Schütze nicht fertig? Die Schützen sind fertig. Achtung! So, ihr seht, ich war schon relativ langsam und hatte immer noch Zeit übrig. Wir wiederholen es nochmal. So, Timer ist resettet. NPA Service Pistol, Station 1. Wir schießen 6 Schuss in 15 Sekunden auf die linke Scheibe. Dazu die Waffen mit 6 Schuss laden und fertig machen. Dann Schütze nicht fertig. Die Schützen sind fertig. Achtung! Das war schon besser. Ihr seht, ich bin wesentlich dichter an die 15-Sekunden-Marke rangekommen. Das wäre jetzt fast schon optimal. Richtiges Optimum wäre, wenn die letzte Kugel beim Pfeifton quasi rausgeht und ich gerade noch so in der Zeit bin. Wir dürfen aber natürlich eine Sache nicht vergessen. Wir sprechen hier über eine Airsoft-Pistole. Das heißt, das Rückstoßverhalten ist ein ganz anderes als bei der scharfen Waffe. Das dürfen wir nicht vergessen. Das heißt, es muss in die Kalkulation mit reingerechnet werden, wenn wir dieses hier trainieren. Aber wir haben die Möglichkeit, mit einer solchen Airsoft diese Timing-Situationen, und da gibt es ja einige davon, egal ob das jetzt hier 6 Schuss in 15 Sekunden ist, ob das eine Intervallserie ist, dass man in 2 Sekunden 2 Schüsse abgeben muss aus der Fertigstellung heraus, wie auch immer. Man kann das wunderbar mit einer solchen Airsoft-Pistole zu Hause, im Keller, im Schuppen, wie auch immer, vor allem legal trainieren. Wir machen nochmal einen Durchgang. So, wir resetten wieder den Timer. Im Normalfall, ich spare mir jetzt im Moment das Holster ein,
ist die Waffe, nachdem eine Serie geschossen wurde, wird sie ja, Ladezustand wird überprüft, sie wird trocken abgeschlagen und dann wird sie geholstert. Das erspare ich mir im Moment im Training, weil es hier tatsächlich nur um dieses Timing-Thema geht. Das Holstern ist Timing unkritisch zu betrachten. Deshalb wundert euch nicht. Also, wir schießen NPA Service Pistol. 6 Schuss in 15 Sekunden auf die linke Scheibe. Dazu die Waffen mit 6 Schuss laden und fertig machen. Ist dein Schütze nicht fertig? Schützen sind fertig. Achtung! Jetzt war ich wieder ein ganz klein wenig schneller unterwegs. Ihr merkt also, dieses Timing kann und sollte man tatsächlich trainieren. Und ich sag mal ganz ehrlich, mit der Airsoft im Keller, das macht sogar richtig Spaß. Und das Mantis X passt hier auch drauf. Und damit kann man auch trainieren. Und der Modus CO2 funktioniert auch für Airsoft-Waffen. Habe ich auch schon exerziert und es wird auch demnächst die Mantis wieder geben. In diesem Sinn, ich hoffe, es hat euch gefallen. Übt es ein bisschen, besorgt euch so ein Teil. Es macht richtig Spaß und ihr habt davon echt einen Benefit. In diesem Sinn, bis zum nächsten Mal.